Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 of the Wild West 16-fach und herzlich willkommen zur Silage-Abtransport-Folge. Heute vielleicht im XXL-Format, also zumindest, glaube ich, ein paar Minuten länger, weil es wird immerhin sehr viel Silage transportiert. Wir müssen das alles prüfen. Als erstes ist mir Folgendes aufgefallen. An diesem Silo ist kein Display. Und das möchte ich als erstes mal korrigieren. Ich glaube, so auf der Höhe. Moment mal, das ist doch falsch rum. So ist es. Ich möchte es gerne. Achso, das funktioniert hier nicht. Gut, dann müssen wir das von Hand machen. Ah doch, funktioniert doch. So ist gerade. So, und dann sehen wir hier nämlich. Ich werde dieses Ding wieder verkaufen. Universalanzeige. Und setze die nochmal neu und schön hier hin. Also, Wahnsinn. Wahnsinn, 4,5 Millionen Liter Silage sind hier. Und wir müssen zusätzlich noch 730.000 Liter Hackschnitzel verkaufen. Und das leider ohne LKW, da wir nicht genug Geld für einen LKW haben. So, der ist angekommen beim Hafen. Ist das Einzige, was mich ein bisschen tröstet. Fahren wir schnell wieder zurück. Du bist angekommen beim Händler. Macht überhaupt keinen Sinn, was ich hier mache. Als erstes müsste die Logistik starten. Er lädt doch auch irgendwie übereinander. Ich kaufe jetzt einfach mal ein paar mehr. Guck ich mal, was passiert. Naja, warum kann ich nicht erklären, aber ein paar mehr sind's. Ja, aber noch so mit hier. So. Und feste. Also ich nehme gerade ein paar Folgen am Stück auf. Ich weiß also noch nicht, wie ihr euch entschieden habt bezüglich Abstapeln. Dass die immer da lang fahren, macht mich wahnsinnig. Schnell weg. Von daher mache ich das jetzt einfach erstmal so, wie ich denke und gehe dann auf eure Wünsche ein, wenn ich es gelesen habe. Das ist der erste, der kriegt einen von diesen großen. Wenn du den kaputt machst im Januar. Achso, wir sind noch gar nicht im Januar. Vielleicht fangen wir damit an. Ein bisschen dunkel. Ja, ruhig mal eine andere Atmo, oder? Okay, kurzer Witz. Warum ging der Luftballon kaputt? Aus Platzgründen. So, ich muss mir unbedingt mal markieren, welche ich hier schon erzählt habe, weil die zweimal vorzulesen wäre dann richtig heftig. Januar. Januar. Genau, wir gucken von oben nach unten. Weizen, Gerste, das verkaufen wir alles nicht. Saatgut verkaufen wir nicht. Hackschnitzel verkaufen wir. Silage verkaufen wir. Das verkaufen wir alles nicht. Brot verkaufen wir auf jeden Fall. Jeden Fall, okay. Wir fangen mit der Silage an. 1,6 Millionen. Da ist unser LKW. Und noch mehr. Wir müssen zur Ravenwood fahren. Den Triggerpunkt kennen wir ja auch schon. Gut, muss ich nicht selber machen. Also, du fährst Hof. Fermenter. Ravenwood Farm. Silage.
auch ein cooler Trecker. Also ich muss sagen, ich finde den Januar immer super cool. Also der hat für mich den gleichen Stellenwert wie die Erntemonate. Kalk wird hier nicht angenommen. Ja, der ist da drüber gefahren. Weil hier passiert jetzt richtig was. Auch auf dem Konto. Hoffermenta. Ravenwood Farm. Silage. Feuer frei. Okay, der lädt ab. Was jetzt? So. Der Arion. Oh, Fermenter. Ravenwood Farm. Silage. Hoffermenta. Ravenwood Farm. Xylit, genau. Was ist denn Xylit und wo kriege ich das her? Silage. So, die anderen beiden lasse ich gerade mal hier, weil ich will auch erklären, warum. Für die Hackschnitzel. Schon wieder maximal verwirrt. Die Hackschnitzel müssen wir zum Biomasse-Heizkraftwerk. Biomasse-Heizkraftwerk, das war hier. Da müssen wir einen Kurs für einfahren. Da habe ich mir ja einen super Trecker für ausgesucht, ne? Na gut. Den fahren wir hier noch ein Stückchen vor. Dann ab in den Fortschritt. Okay. Wir nehmen gleich ein Parkschnitzel mit. Ja, das einfach mit dem Arion, ist ja auch egal. Ja, das machen wir gleich. Gehackte Schnitzel, bitte. Und dann fahren wir bis hierhin. Ja. Nee, ich fahr die Straße so und so. Das muss ich früher oder später muss ich ja sowieso machen. Aber da fahren wir trotzdem hier lang. Ja, es war eine super Idee, den auch noch voll zu laden jetzt, ich Spezialist. Naja, ich hatte ja schon angekündigt, dass es eine XXL-Folge wird. Gucken wir mal. So, Zucker. Mal ganz kurz. Hier mache ich, glaube ich, ein Vordach drüber. Ich hoffe, dass die dann nicht auf dem Dach spawnen, aber dann kann ich es immer noch abreißen. Es war unter Hallen, glaube ich. Das hier.
So reicht eigentlich, oder? So. Finde ich aber ganz cool. Ah, hier ist so ein bisschen, aber das ist da irgendwie angeflankt und so. Das ist schon okay. Steht da schön trocken. Sehr, sehr, sehr schön. Gefällt mir gut. Tipptopp. 6000. Die ersten LKWs kommen an. Also die ersten LKWs sind es ja leider nicht. Aber ich denke mal, es ist schon in Ordnung, mit den Treckern auch dann das Zeug zu transportieren. Würde ich jetzt einfach mal vermuten. Okay, hier gibt es anscheinend schon eine Strecke zurück. Das wundert mich gerade gar sehr, aber freut mich auch. So. Ist das jetzt? Wir gucken gleich mal, wenn ich gerade fahre. So, 90 Grad. Ja, das ist der richtige Weg. Gucken, wie lange das hier geht. Achso, das ist nur von hier vorne, glaube ich, irgendwo, weil wir. Nee, Feld 5 gehört uns ja gar nicht. Ich bin verwirrt. Sehr verwirrt. Ihr habt die neueste Technik in meinem Träger. Ich kann Licht anmachen. Hupen kann ich auch, aber ich weiß nicht. Mir hat keiner gesagt, wie die Taste dafür geht. Ich weiß wirklich nicht, wo Hupen ist. Ich dachte O. O oder P. Nee, P ist natürlich kaufen. Ü? Ö? Keine Ahnung. Bisschen rüber ruhig. Und dann werden wir nämlich die ganzen langsamen Trecker alle auf diese Tour hier schicken und alle schnellen Trecker auf die Silage, damit die sich nicht gegenseitig ausbremsen. Da vorne ist es. So, gerade mal einfahren dann. Punkt setzen, nicht vergessen und dann. Warum ich die Straße hier mal eingefahren habe, weiß ich auch schon nicht mehr. Geht langsam los. 130 Folgen. Demenz setzt ein. So, jetzt müssen wir das erstmal. Schnitzellieferung. Bio. Biomasse. AKW. So, jetzt halten wir uns hier schön rechts. Drehen dann hier so ein und mit ein bisschen Glück behakeln wir uns dann nicht. Okay. Und gucken wir mal, ob das klappt. Silo, Hof, Silo Output. Wir fahren zum Biomasse-Heizkraftwerk und bringen hin nicht Häckselgut, sondern Hackschnitzel. Oh, da kommt wieder Geld rein. Macht doch eigentlich einen ganz brauchbaren Eindruck hier. Wir können mal ganz kurz in der Zeit in den Schnäppchenmarkt gucken. Sämaschinen brauchen wir nicht.
Gruppe brauchen wir nicht. Das sind nur die beiden. Die hatten wir schon gesehen. Leider sehr schwach. Hier ist der Parkplatz. Eigentlich ganz cool. Nicht gut für die Reifen. So, jetzt müssen wir darauf achten, ob er jetzt meckert oder ob er den Punkt findet. Ah, er macht ja immer erst ganz vorbildlich den Hänger wieder, Anhänger, Entschuldigung, den Anhänger wieder runter. Ja. 16.000. Wieso 16.000? Auf dem Dorfmarktplatz. Eine Kundin fragt den Verkäufer: Entschuldigen Sie bitte, sind diese Tomaten gentechnisch verändert? Erwidert der Verkäufer: Warum möchten Sie das wissen? Meldet sich die Tomate: Ja, warum? Was wollen Sie wissen? Okay, das ist absolut das Ende für diesen Kanal. Wir müssen gleich mal hier gucken. Kann ich nah genug ranzoomen? Ich gehe davon aus, dass es hier nur links geht, was aber für uns okay wäre. Hier fehlt, glaube ich, der. Müssen wir gleich mal gucken, ob hier alle angeschlossen sind, vernünftig an der Kreuzung. Da bleibe ich jetzt auch mal, weil wenn ich das vergesse, denke ich nie wieder dran. Und dann versucht mir das irgendeiner von den ganz netten Menschen in den Kommentaren zu erklären und ich raff überhaupt nicht, worum es geht. Und damit das auf keinen Fall passiert, bleibe ich jetzt noch mal kurz in diesem wunderschönen, technisch auf dem neuesten Stand befindlichen Traktorgerät. Dann müssen wir gleich ein bisschen stapeln. Nicht abschalten, die Folge geht noch ein bisschen. Er ist aber auch lahm. Wieso fährt er denn mit einem leeren Anhänger nur? Das ist schon zu schwer, oder wie, oder wer, oder was, oder wie, oder wer, oder wo? Okay, also wir kommen hier von nach rechts, wir kommen hier nach links. Der darf noch hier rüber. Und wir brauchen noch einen von hier hierhin. So. So rüber, so rüber, so rüber, so rüber. Das ist eine Sonderlocke, das so rüber. Müsste passen, oder? Können wir das ausmachen? Okay, bevor wir jetzt hier stapeln. Aha, das habe ich mir gedacht. Perfekt. Du fährst zu Hof Silo Output, du fährst zu Biomasse Heizkraftwerk. Nee. Für Hackschnitzel. Ich glaube, hier lang geht es schneller. 6 Minuten war es da lang und hier lang sind es. Tada, 3 Minuten. Voll die Map Awareness. Ist rein. Was wollte ich jetzt? Genau. Ich fürchte, wir müssen. $240.000 haben wir schon. Dann schauen wir auch gleich nochmal, was der LKW kostet. Da muss ich mich ja wahrscheinlich gleich entscheiden, ob wir den American Truck nehmen oder diesen neuen Volvo. Ah, hab ich noch gar keine Idee. Ich glaube, es ist eine Wild West Map, oder? Ich glaube, wir müssen straßenkreuzermäßig unterwegs sein. Zumindest für den ersten und der zweite kann ja dann irgendwas anderes sein.
Einmal noch Bretter, dann noch ein paar Fertigwände und dann schicken wir den sofort wieder los. Das sind auch immer so 40.000 oder so. Ja, viele Kommentare, Schreiber, Kommentarschreiber, viele, aber Zuschauer klingt auch blöd. Also nicht, weil Zuschauer blöd sind, im Gegenteil, sondern weil das, ich finde, das klingt immer schon so nach richtigen YouTuber. Mit meinen 322 Peoples bin ich das ja nicht. Ist auch nicht schlimm. Also, die netten Menschen, machen wir es so. Die netten Menschen, die bei meinen Videos in die Kommentare schreiben, gibt es einige, die haben deutlich mehr Stunden auf der Wild West. Und die berichteten schon davon, dass das nachher dann tatsächlich auch nochmal deutlich arbeitsintensiver wird. Mit den großen Feldern und so. Was ich auf keinen Fall möchte, ist dann, dass wir dann so ein riesen Mammutfeld abernten und wir stellen dann irgendwie so einen Drescher an und ich sag, ja, wir sehen uns in der nächsten Folge und in der nächsten Folge ist das abgeerntet. Das wird nicht passieren. Also es muss schon immer noch nebenbei genug zu tun geben, dass wir also möglichst wenig spulen oder offscreen machen. Es soll halt interessant sein, abwechslungsreich und Riesenfelder. Das ist so mein Ziel. Und richtig, richtig gute Witze. Richtig gute Witze. Nicht mit diesem wirklich schlechten Witzebuch. Container. So, auf geht das. Okay. Also, erstens. Oh, der ist aber auch laut, ne? So, LKW. So, fährt 80, fahren es aber, glaube ich, alle, ne? Jawohl. Oder vielleicht auch nicht. Na, ist schon ganz cool so. Alternativ wäre dann der hier. Einen großen Motor. Es hieß ja aus den Spiegeln deinen Anhänger nicht, weil der so weit weg ist. 250. Andere ist deutlich günstiger. Nehmen wir den günstigeren in der Not. Der fährt 90. Der fährt 90. Ne, wir nehmen den alten Mac hier. Felgenfarbe. Ich finde schwarz cool, oder? Weiß. Er ist zu heftig. Umfällen? Naja, ist Amerika, ne? 030. MMK stimmt, okay. Nehmen wir den jetzt? Ich würde sagen, ja. Jetzt brauchen wir noch einen passenden Anhänger. Und zwar habe ich gedacht, den hier in der Standardkapazität. Aber hier können wir die Farbe ändern. Gibt es eine Mac-Farbe? Nee. Dann müssen wir mal ganz kurz. Ah, das ist so ein. Was ist denn das? So ein Rot-Orange oder so, ne? Oh, ich bin so furchtbar schlecht mit Farben. Ihr müsst mir da bitte helfen, wenn das nicht passt. Das ist schon zu knallig. Das ist ja noch knalliger. So. Felgenfarbe pink. Ah, Chrom gibt es jetzt hier nicht. Dann das ist ärgerlich. Da hätten wir dann doch die schwarzen nehmen sollen.
60, Hammer. Ja. Ich hätte das gern ohne diese Decals. Wir können ja nochmal gucken, ob es. Boah, der ist hat ein 4, 600. Okay, ist vielleicht ein bisschen. Nicht alle Mods sind immer gut. Sind die anderen bei den LKW? Das ist der normale. Hier gibt es Chromfelgen. Die Farbe ist auch okay, dann nehme ich den. 0, 3, 1. Okay. Kaufen. Passt überhaupt nicht. Hoho. Und Musik aus. LKW fahren ist nicht so leicht. Ja, kann man aber machen, oder? So, wenn sich einer mit Farben auskennt. Immerhin die Felgen passen zueinander. Vielleicht wäre schwarz besser gewesen. Bin ich 100% glücklich. Ja, aber gut, die Kettensäge wäre jetzt auch etwas übertrieben. Hat er schon eine Beule in der Tür? Er hat schon eine Beule in der Tür. Der anderen Seite auch? Nee. Unglaublich. Okay, aber der hat Power. Das macht, das hat Stil hier. Also ich hätte den Anhänger, glaube ich, lieber in Schwarz. Könnt ihr mir mal bitte schreiben, wenn es euch auch so geht, dann würde ich den nochmal verkaufen und einen neuen kaufen. Oh, er ist schön schnell. Dieser eine Ast hier. Sorry, Bro. So. Dann stellen wir ihn ein. Hopfermenter nach Ravenwood Farm. Silage. Gucken, wie er sich jetzt beladen macht. Hier unten sieht man das. Geht richtig Material rein. Cool. Echt cool. Das bringt jetzt richtig was. Muss man gleich mal gucken, wie viel. Den können wir nochmal schnell wieder zum Sägewerk schicken. Und der hier. Der hat jetzt nichts zu tun. Also wir gucken mal. Den kleinen können wir noch losschicken.
Den Kleinen schicken wir auch auf die Hackschnitzeltour. Output. Heizkraftwerk. Hackschnitzel. Nein, 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 nein! So. Dann haben wir den. Der fährt aber auch nur 40, ne? Der auch. Yeah. So, mit dem müssen wir jetzt Brot kaufen. Also, verkaufen natürlich. Dann möchte ich mich eigentlich, das können wir jetzt gut im Januar machen, mit dem Thema dieser Ballenhalle beschäftigen. So, hier müsste es... Wie ist es jetzt hier? Eine, okay. Hier auch ein Vordach machen, oder? Ich finde, das hat was. So, jetzt frage ich mich allerdings, ich benutze dieses Wort schon wieder so inflationär. Ach du Schande. Polizei, machen Sie die Tür auf. Lars, Moment, ich kacke gerade. Polizei, das sehen wir, die Telefonzelle ist aus Glas. Wie heißt das meistverkaufte Brot? Das da. Und wie heißt das zweitmeistverkaufte Brot? Das daneben. Oh, also, ich glaube, dieses Buch, das werde ich verschenken an irgendjemanden, den ich nicht so sehr mag. Aber ich würde Folgendes sagen, mit diesen Worten beenden wir die heutige Folge mit guter doppelter Länge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Die XXL-Silage-Logistikkette läuft. Wir haben leider nicht mehr Trecker, die ein bisschen zügiger fahren. Jetzt müssen wir damit klarkommen. Wir werden uns schon zu beschäftigen wissen. Ich danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.